Ja, und Freunde, willkommen zurück zum schon aufgegangen, neuen Video. Heute gibt's mal wieder Dauerwerbesendung beim Willi, denn ich habe was Neues von DMP Car Design. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, hier zu meinem neuen Schlachtross, zu meinem neuen V8, der schaut hier nochmal ganz schnell nach oben und klickt da nochmal rein, denn wir haben Nachwuchs bekommen beim Wilfried sein YouTube-Channel. Bevor ich euch das schöne Produkt zeige, wir sind hier in der fucking Halle, Alter, was machen wir da? V8 Soundcheck, Junge, los geht's! Ohne UPF, Junge, das ist es. Scheiß Rev-Limiter bei 4000 Umdrehungen, da kotzt mich auch an. Aber egal, so. Weiter geht's, ich bin heute gut drauf, Jungs. Hier, wo ist denn die Öffnung? Jetzt sehen wir. Hey, das ist doch gerade von selber aufgegangen, muss ich nochmal werfen. Nee. Jetzt nicht. Ach, hier ist er. So, also. Kommen wir kurz mit rüber. Ich habe extra das Dach aufgemacht, weil hier ist ein bisschen dunkel, dass wir ein bisschen Helligkeit haben. Und zwar, Jungs, ihr seht ja, wir haben, jetzt hat gerade die Kamera unterbrochen, sorry dafür, Schreibgeschwindigkeit, SD-Karte zu langsam, was auch immer. Aber, wo ich weiterreden wollte, ihr seht ja, wir haben den Innenraum hier schmackofatz gemacht. Wir haben den aufgefrischt, neu gemacht, nagelneues, ja, Facelift nicht, aber ihr wisst, was ich meine, dieses kleine Mopf-Erneuerungslenkrad nachgerüstet, auch von DMP Car Design mit Leder-Airbag, mit Carbon, Alcantara, schwarze Tasten, übelst geil. Wir haben von DMP nachgerüstet, wunderschönen beleuchteten Lüftungsdüsen, die wunderschönen 4D Burmeister-Lautsprecher, all das, ihr seht, der ganze Wagen hier, filme im Gesamten nochmal den Innenraum hier, wurde komplett aufgefrischt. Und was fehlt dazu noch? Was fehlt uns da jetzt noch, um aufs nächste Level zu kommen? Nämlich das neue Touchpad. Ja? Das hat DMP jetzt auch rausgebracht. Soll auch wieder Plug and Play funktionieren, das Ganze. Ich weiß gar nicht, was das kostet. So gut vorbereitet bin ich. Auf jeden Fall, ihr seht es hier. Also es wird nur mit einem Stecker befestigt. Das Ganze müssen wir umbauen, die Tasten. Und hier haben wir halt so ein Touch. Und hier drucksensitives Dings vom Touchpad vom Facelift oder Mopf, wie ihr das in den neuen Mercedes-Modellen kennt. Und jetzt habe ich ja eben diesen Oldschool Dreh- und Drückregler. Ja? Und das wird dann hier eben dadurch ersetzt. Genau, und das ist eigentlich relativ einfach. Das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Und los geht's. So, Jungs, ihr bekommt neuerdings hier, wie ihr seht, auch noch eine Anleitung von DMP mit. Ja? Schrauben lösen, Mittelkonsole rausnehmen, Tasten und Klicksen und so weiter. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Wir sind natürlich jetzt in der Halle, da wird immer mal hier das Licht dunkel, aber wird schon passen. Also ihr seht hier neben meinem ganzen Müll sind hier so zwei Abdeckungen. Da sind zwei Torx-Schrauben drunter. Die lösen wir hier. Dann können wir nämlich dieses Bedienelement hier abnehmen. So. Jetzt geht das Teil hier raus und da herunter, darunter befinden sich jetzt nochmal zwei Schrauben und mit der löst, ich sag's doch, Jungs, wartet, aussteigen. Ah, ne, geht auch so, perfekt. Ja, das wird noch ein paar Mal passieren, aber egal, Hauptsache nicht mehr am Wendehammer Tuning umbauten, ne? So, nächste Schraube raus. Und wieder die nächste. So, jetzt dürften wir, hier seht ihr direkt nochmal den Vergleich übrigens. Finde ich schon weitaus schöner, fühlt sich auch gut an, die Qualität. Ich glaube, das Original ist ein bisschen weicher, also ein bisschen mehr gummiert. Das hier ist ein bisschen härter, muss ich sagen. Aber trotzdem kein normal, also krasses Plastik wie hier, sondern schon ein bisschen weicher gestaltet, so das Ganze. So, jetzt schauen wir mal hier. Vielleicht muss ich noch was machen. Müssten wir das hier rausnehmen können. Eieiei, die war noch fest. So, hier unten sind natürlich noch Kabel ohne Ende dran. Die müssen wir alle noch abziehen.
Das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt doch nicht die ganze Mittelkonsole hier abgesteckt. Das sind echt viele Stecker. Ich habe nur die wichtigsten drei abgesteckt. Und zwar zwei blaue. Einmal hier und auf der anderen Seite für die Bedienelemente. Und der Hauptstecker, so ein weißer in der Mitte, für das Touchpad. Die vier Schrauben befinden sich einmal hier, wie ihr sehen könnt. Ja, eins und zwei. Und hier unten war noch zwei. Und zwar eins und zwei. Das ist jetzt zu dunkel. Aber findet ihr. Und jetzt kann man das Ganze hier schon rausnehmen. Hat das ganze Touchpad jetzt hier in der Hand. Das ist ganz schön schweres Apparat, ganz schön schwerer Klopper, Alter. Und jetzt müssen wir hier noch die Schrauben, die ihr hier seht, lösen, um die Tasten vom Drehrad zu lösen. Also ihr müsst auf jeden Fall nicht die drei Schrauben lösen, das habe ich nämlich gerade gemacht. Und dann war eine Platine unten drunter. Ihr müsst hier drunter gehen und das Ganze hochhebeln, ja? Und hier hinten auch nochmal. So, und schon kommt euch dann, na? Genau, kommt euch dann diese Taste hier entgegengeschossen und die kommt natürlich dann hier von unten wieder rein. So, passt auch wieder wie angegossen. Na, so jetzt. Und jetzt sitzt das Ganze drin. Und das machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. So, einmal. Und zweimal. Und dann wieder hier hinten rein. So, perfekt. Also da sieht man schon mal Passgenauigkeit. Perfekt. Haben die sehr, sehr gut gemacht bei DMP wieder. Passt top. Jetzt müssen wir hier unten wieder die zwei blauen Stecker anstecken und hier in der Mitte den großen weißen. Und dann sollte das angeblich laut DMP direkt Plug and Play passen und soll eben das Drehrad samt Touchpad hier ersetzen. Aber merkt, das hier wiegt vielleicht die Hälfte von dem ganzen Apparat. Ja, das ist schon krass. So, schieben wir das als allererstes wieder hier hinten rein. So, das sieht schon mal sehr nice aus. Ihr seht auch, Passgenauigkeit ist auch hier vorhanden. Und dann schrauben wir das fest und stecken das Ganze mal an und dann zeige ich euch das. Freunde der Sonne, ich habe jetzt alles angesteckt, außer wie ihr sehen könnt hier das eine weiße Kabel. Denn das neue Touchpad hat diesen Anschluss nicht. Das ist nämlich der hier. Ja? Ihr habt nur den großen und die zwei blauen. Der neue liegt jetzt einfach nur rum, den braucht ihr auch nicht anstecken. Der ist hier für nichts. Das Touchpad funktioniert trotzdem und das zeige ich euch, wenn das alles verbaut ist. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum dann ein Kabel überbleibt. Weil wie gesagt, ihr seht das hier unten dran. Da ist kein Stecker, wie in dem Fall dieser hier, der da angesteckt werden kann. Wie ihr seht, das ganze Ding jetzt hier ist verbaut. Funktioniert auch alles soweit, alles leuchtet, laut, leise funktioniert. Touchpad natürlich auch. Also ihr scrollt jetzt nach rechts, kommt ihr hier in die Zieleingabe, ihr könnt nach unten touchen, schön streicheln das Ding. Ihr könnt auf Optionen tippen, ihr seht den Karteninhalt, könnt zurückgehen, gar kein Problem. Hier im Hauptmenü natürlich. Im Hauptmenü könnt ihr natürlich auch ganz normal navigieren, wie ihr das kennt. Ja, also alle Funktionen wie vorher. Wenn das Command mal nicht so langsam wäre. Das ist echt veraltet, dieses Command. Unfall. Guckt euch mal die Reaktionszeiten an, Alter. Also wie ihr seht, ganz normal könnt ihr alles. Kriegst du beides mal drauf, dass das wirklich direkt funktioniert? Ihr seht direkt, die Eingabe passiert sofort. Also kein Delay dazwischen. Sehr, sehr schön. Und ja, das war's. Ich weiß nicht mal, was das Ding kostet. Ich verlinke es euch einfach mal unten. Ihr wisst ja, 5% sparen mit dem Code Wilfried. Also ich weiß, wie gesagt, nicht mal, was das Ding kostet. Deswegen kann ich auch gar keine Empfehlung oder was auch immer aussprechen. Wenn es günstig ist, ihr wisst, 5% Rabattcode Wilfried. Lasst es euch einschicken, kommt mit Expresslieferung, ist relativ schnell hier in Deutschland. Bisschen Zollgebühren noch bezahlen, ich glaube 19% halt Mehrwertsteuer und sowas. Und dann habt ihr das. Wie gesagt, wenn es zu teuer ist, dann lohnt es sich nicht, aber so finde ich es, ist ein freshes Upgrade, so im in der Gesamtoptik von dem Wagen. Ja, wie gesagt, 5% sparen mit dem Code Wilfried bei DMP Car Design. Lasst wie immer ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten checkt mein Instagram ab. Links in der Videobeschreibung und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.